Es wurde über Wochen groß als politischer Schlagabtausch angekündigt. Doch am Ende war klar, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das Duell zwischen Merkel und Schulz verkam zu einem Duett. Merkel hat die Union so weit an den linken Rand geführt, dass zwischen CDU und SPD kaum noch Unterschiede zu erkennen sind. Das liegt natürlich auch an dem suboptimalen Zustand der Großen Koalition. Aber die von Merkel betriebene Sozialdemokratisierung der Union lässt auch die letzten Konservativen in der CDU zu Bücklingen werden, die ihr Parteibuch nur noch deswegen behalten, weil ihr Einkommen daran gebunden ist. Die anderen gehen ins politische Exil oder wenden sich neuen Parteien zu, die am Ende aber auch nur Mainstream sein können. Auch die SPD ist nicht mehr die Arbeiterpartei, die sie früher einmal war. Statt sich konsequent für die Interessen der deutschen Angestellten und Arbeiter einzusetzen, erklärte Schulz, was die Flüchtlinge zu uns bringen, sei wertvoller als Gold. Wer seit den Kölner Gewaltexzessen von sogenannten Flüchtlingen gegen deutsche Frauen diese Meinung vertritt, kann für normaldenkende Deutsche ohnehin nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Nein, dieses Duell war vielmehr eine Paartherapie, weil beide wissen, dass sie die katastrophalen Zustände in Deutschland gemeinsam zu verantworten haben. Außerdem sind sie auch nach der Wahl aufeinander angewiesen, wenn es wieder nur für eine große Koalition reichen sollte. Schulz weiß, dass er nicht Kanzler werden wird und möchte zumindest einen geselligen Start in seine neue Laufbahn als Außenminister. Merkel sagte in der letzten Woche, dass sie alle Entscheidungen des Jahres 2015 wieder so treffen würde, wie sie es getan hat. Wenn sie wiedergewählt wird, können wir also sicher sein, dass sie unser Land weiter mit Sozialtouristen und Fluchtsimulanten aus aller Welt fluten wird. Millionen Armutsflüchtlinge aus Afrika warten bereits auf ihre Überfahrt nach Europa. Hunderttausende Syrer dürfen sich Hoffnung auf baldigen Familiennachzug machen. Der Gipfel des Eisberges ist also längst noch nicht erreicht. Egal, ob Merkel oder Schulz gewinnen wird, sicher ist nur eins: Der Verlierer ist am Ende das deutsche Volk. Wer will, dass endlich wieder unsere eigenen Interessen vertreten werden, die unserer Kinder, unserer Rentner und unserer Jugend, der muss sich am 24. September für Deutschland entscheiden. Dieses Deutschland ist aber nur mit der NPD zu machen.